Jokes. Punkt A. Punkt S. Super Jokescast. Oh Gott. Ah ja, ich hätte eigentlich eine neue Aufnahme starten können, theoretisch. Egal. Und zu einem neuen Part von Superscard 1.A.S. Wir haben drei weitere Maps, die ich euch zeigen möchte. Einmal die Map Super Tux Raceway. Dann haben wir noch Igneous Playfield und Megapuck, also zwei Maps quasi, also zwei Fußballmaps. Wir fangen an mit der Super Tux Raceway. Super Tux Raceway. Aber hier, Super Tux Canyon gibt es hier, Super Tux Raceway gibt es hier. Bisschen komisch, dass man hier bei Super Tux Raceway das T klein schreibt. Aber okay, witzig, Skinner müsste sich ja auch was dabei gedacht haben. So, interessant schon mal das Aussehen. Die Häuser links sehr hübsch und etwas Boost und. Es ist ein Pinguin, die Map. Das ist sehr süß. Ich weiß, an was es anspielt. Oh mein Gott, wie cool. Das soll eine Anspielung an Yoshis Strecke sein. Ja, Yoshi Circuit. Safe, 100%. Das ist verdammt cool. I like it. I like it very much. Ich find's sehr gut. Und hier kann man so schön speeden. Oh, das taugt mir verdammt. Ich meine, also... Oh, da ist eine Abkürzung. Da ist eine Abkürzung. Ich muss auch wirklich sagen, dass das Pinguine zu meinen Lieblingstieren gehören. Neben Affen und Meerschweinchen. So. Gibt's hier eine Abkürzung? Geht die andere Abkürzung hier unten eigentlich? Oh shit. Da oben ist doch eine Strecke, die runterkommt, oder? Nicht blöd. Ah, lol. Wait. Vielleicht bin ich retarded. Hätte ich einfach das anders einsetzen sollen, das Nitro? Wahrscheinlich. Okay, ich schaue jetzt auf jeden Fall noch nach der anderen Abkürzung. Wenn es die gibt. Also die kommt ja erst nach diesem Teil hier. Hier links runter wäre die, glaube ich, irgendwo gewesen. Die scheint es nicht zu geben, ne. Hier fällt man runter. Ja. Okay, das heißt, die Abkürzung gibt es nicht. Oder was ist denn das Gelbe da? Das soll Schnabel sein. Gut, wenn ich jetzt hier schon so weit bin, dann probiere ich das einfach mal aus. Fläche, Kraft. Nee, so war es nicht. Entfernung, das wollte ich machen. So. Nehmen wir den Winkel vielleicht noch anders. Sieht man hier einen Pinguin, wie cool. Ja, das ist echt hart was. Also ich würde sagen, die Map ist echt so eine gute Idee. Kann man gleich rüberfahren. Ich gehe wieder zurück auf die Strecke und mache wieder die Einstellungen normal. Was war denn jetzt? Was war denn jetzt die normale Kamera? Ich weiß es nicht mehr. Egal, ich fahre jetzt aber so schnell ins Ziel. Wir sind immer weit. Oder. Da muss ich ja boosten, ganz vergessen. Wahrscheinlich schafft man es nur mit Boost. Ja, das ist soweit, eigentlich echt cool. So, dann machen wir noch rückwärts eine Runde. Oh, jetzt muss ich die Kamera noch ändern. Wie war denn die gerade? Ich habe gerade mir nicht gemerkt, wie die war. Oberfläche hier. Oder warte, geh mal wieder. Standard. Standard. Aber jetzt wieder benutzt definiert, ist dann. Es ändert sich nichts, oder? Nee, das ist ein bisschen blöd. Aber das habe ich ja schon angesprochen. Es wurde ja auch schon in so. Ich kann kein Englisch. LOL. Runter, okay. Das ist strange. Ich
dachte, da wäre eine Abkürzung oder so, deswegen bin ich auch kurz runtergefallen. Ich fahre mal hier rüber, ich denke, das zählt aber nicht, wenn ich abkürze, oder? No! No, 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 no! Noch alles entspannt. Nur eine Zelle natürlich nicht. Ja, ich überlege gerade, ob es sinnvoll ist, dass man drauf fahren kann. Eigentlich ist es ein bisschen blöd, dass man drauf fahren kann. Aber an sich mache ich mir richtig gerne. Aber wie gesagt, man muss auch nicht drauf fahren, theoretisch. Ich meine, man sieht ja, wo die Strecke ist. Oh, aber ich finde aber diese Idee so geil. Ich glaube, ich gebe 3 Sterne. Die Sachen, die ich jetzt ankreide, sind jetzt echt nicht so wild. Aber die Idee ist echt verdammt cool. Macht doch Spaß zu fahren. Doch, ich gebe hier die 3 Sterne. Gefällt mir echt gut. Und nun machen wir noch weiter mit dem Fußball. Ich würde sagen, ich lasse es mal. Ich lasse es echt mal so. Mit, dass ich Team Blau bin, dann muss ich nämlich nicht mehr umstellen. Und wir haben jetzt die Map Igneous Playfield. Hier kann man nicht suchen, ein bisschen blöd. Das hier, Black Crowds, nicht Playfield. So, okay, Skin Remix hat die erstellt. Let's go. Oh, das ist echt hier eine richtige Arena. Wo sind die Tore? Wo sind die Tore? Hä? Ah, die sind unten? Ich bin verwirrt. Tore sind unten, okay. Das heißt, ich sollte den Ball hier reintun. Seite. Bin etwas verwirrt. Yo, Alter, wie er mich in der Luft geklatscht hat. Oh, ein Witz. Nein, Susanne hat geklärt. Wo ist der Ball? Oh nein, die machen ein Tor! No, 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 no. Oh shit. Oh! Ja, wow. Was ist für ein Spawnpoint? Also die Map ist eine nette Idee, aber noch nicht ganz ausgereift. Schnell weg hier. Nein! Das wäre mein Tor gewesen. Nein! Oh, komm an! Was tue ich hier? Es sieht nicht gut aus. Ja! Ja! Es zählt! Sehr nice. Okay, zum Start ist immer ziemlich lustig. Lol, der Ball. Ist es geplant, dass er immer so am Anfang so hoch gehen soll? Also das verwirrt mich echt in so vielen Ebenen. Aber an sich ist es keine schlechte Map. Wieso spielen wir doch die Mitte? Was soll denn das? Ich verstehe diese Mitte nicht ganz, was sie soll. Autsch. Wieso wieder die Mitte? Da ist doch nichts. Also ich bin vollkommen verwirrt hier. Ich denke, ich bin bei 2 Sternen, weil ich einfach nicht weiß, was abgeht hier.
Obwohl das Hochfliegen jetzt nicht geil ist, muss ich lassen. Das hat echt was. Auch wenn es gar nicht so smart war, wie ich aber am Boden geklatscht bin. Nein, als ob der gegen diesen einen Zipfel da klatscht. Jetzt klatsche ich gleich den anderen Zipfel hier, den Beastie. Oder auch Puffy. Egal. Naja gut, und nun? Ich glaube, es ist auch nicht so ungefähr unbedingt das Spielfeld mit den vielen Toren. So viele Tore fallen. Und diese Wände hier sind auch so komisch. Also wirklich, ich gebe hier die 2 Sterne, ich bin aber noch zu verwirrt. Die Bots haben auch ehrlich gesagt nicht so viel Bladen, glaube ich. Autsch. Und bam! Hier, bitte nach vorne. Vielleicht kann ich jetzt noch irgendwas erreichen. Wo bin ich hier? Drei Bullenkugeln. Nice. Okay. Also mit Bullenkugeln geht's ganz entspannt. Ohne ist blöd. Was bringt das einen? Weil du da runterkommst. Schießen dann darüber. Naja, der Wasser klappt, oder? Oh, come on. Wieso ist wieder da hoch, Beastie? Was soll das denn? Was willst du da oben? Warte, kann man da hochfahren? Ja, man kann hier. Nee, man kann ja nicht hochfahren. Na. Ich weiß nicht so ganz. Tisch kann ich auch nur 1,5 geben. Ich glaube halt schon echt sehr strange ist und echt noch so kaum klappt. Es ist schwierig. Ich glaube, ich bleib echt. Ich überleg gerade. 1,5 oder 2. Jetzt sind noch zu viele Sachen irgendwie, die fehlen. Ich würde echt erstmal die 1,5 geben. An sich ist es eine coole Idee, optisch okay, aber ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Erklärt es mir und ich gebe 2. So, the next one. Megapuck. Ich denke mal, da wird Megapuck am Start sein. Megapuck, ja, oh ja. Das sieht sehr groß aus. Ich habe ein bisschen Angst, dass jetzt alle auf den Puck fahren, quasi. Weil der ist auch nur einfach groß. Ist er echt jetzt viel schwerer als... Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, da habe ich echt keine Chance gegen die anderen jetzt. Die Musik ist interessant. Ja, der ist auf jeden Fall mehr träge als der normale Puck. Es ist sehr interessant, dass wir mit einem Puck spielen quasi, aber nicht auf einer icy Oberfläche, also auch wenn die aussieht wie Eis, man rutscht nicht. Warte, kann man da hoch? Oh nein, 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 stop it. Ich muss den Ball hier irgendwie aufhalten. Ne, der geht rein. Ah, dammit. Also, ich glaube, das ist ziemlich schwer, da ein Tor zu erzielen. Oh doch, wir haben es. Huh. Okay, so viel dazu. So, Nolok, viel Spaß. Jo, anscheinend hat er einfach so jetzt instant eine Klatsche da am Start. Was soll das denn? Der Cheater. Der olle Cheater. Aua. Nein, die machen ein Tor. Junge, gute Taktik hier von Wilber, mich aufzuhalten. Ja, Tor. Was, also gegen 7 Leute ist das schon ein bisschen schwer. Komm mit dem großen Puck. Nein, oh, der war viel zu schnell und der Winkel war völlig falsch.
Ja, wahrscheinlich geht er jetzt in mein Tor. Und was macht ihr? Was chillt ihr hier in meinem Tor? Was soll denn das? Abstauber oder was? Junge. No, 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 nein. Oh. Sarah hat es gerade selber verhauen. Wow. Leute, ich war gerade im Puck drinnen. Was passiert hier? Lol, das ist echt eine geile Taktik. Wenn man am Puck steht und sich teleportiert, ist man im Puck. Dann. Und ich kann langsam vielleicht ins Tor tragen. Nee. Aua. Autsch. Ja, was soll ich denn da machen? Obwohl, die treffen nicht. Ich treffe nicht die Fische. Wenn man jetzt hier halt feststeckt, ist halt blöd. Was soll man machen? Natürlich hast du, Leute. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, der geht rein. Ah, geht nicht rein. Oh, wieso geht er nicht rein? Das ist ein bisschen weird. Will nicht schlagen. Oh, Wilber hat ein Tor geschossen hier. Sehr, sehr nice. Danke dir. Nein, no, kein Tor, kein Tor. Nur kein Tor hier, bitte. Unschieden wäre ich zwar voll zufrieden, so ist. Das ist klar. Ja, ich weiß nicht, was du vorhast, Nolok, aber nice, dass du mir ein bisschen hilfst. Na, der war nicht ganz gut. Muss mehr in die Mitte. Shit. Ah, den schaffen wir immer. Nee, aber er trifft nicht. Er trifft nicht. Junge, Alter, fahrt alle gegen den Puck. Das ist eine sehr, sehr nette Idee von euch. Nein! Oh, fast. Junge, Wilber, lass mich in Ruhe. Gott. Wenn ich jetzt echt einen Unentschieden draus hole, das wäre echt nice. Oder vielleicht ein Sieg. Nee, safe nicht, oder? Nee. Da bin ich zu langsam dafür. Oder doch? Oder doch? Ja! Last minute! Yo! Yo, 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 Alter. Geil. Zerstört. Ja, also, ich würde sagen, es ist gut, aber es ist noch ein bisschen Handlungsbedarf, finde ich, mit dem Puck. Aber eine gute Idee. Ich würde sagen, hat Spaß gemacht. Ich gebe, was gebe ich? 2,5 würde ich sagen. Ich glaube, das passt. Das ist echt lustig mit dem großen Puck. Macht Spaß. Ich weiß nicht, wie das Tor von Wilber entstanden ist, aber sonst alles ganz nice und wir haben gewonnen. Sehr sick. Wir haben beide Spiele gewonnen. Fantastisch. So. Gut, dann holen wir uns hier mal die Wertungen ab, beziehungsweise gebe ich die Wertungen. Die 3 Sterne für die Map, weil die einfach fantastisch ist. Das ist meine Lieblingsmap wahrscheinlich von Skinomims. Dann haben wir das hier. Die finde ich sehr strange. Ich will auf keinen Fall die Wertung jetzt hier zerstören, aber sorry. Bei dir hat Spaß gemacht. 2,5. Und nice, dann war es auch wieder für diese Folge. Und diesmal mache ich das Outro hoffentlich besser. Das ausmachen und dann Outro an. Dann im richtigen Moment das hier aus. Okay, passt. Gut, darfst du anschauen. Ciao, einziger Weg.